Jetzt zeige ich euch Übungen für den Rücken, die quasi dem Ursprung des Rückentrainings entsprechen. Es sind nämlich genau die Übungen, die auch Babys machen, bevor sie aus der Liegeposition in die Sitzposition bzw. krabbeln oder laufen lernen können. Das sind die Basics des Rückentrainings und das sind die effektivsten Übungen, wenn ich sie mit einem Bioswing unterstütze. Hierfür begeben wir uns in eine Bauchposition. Man kann, um das Ganze ein bisschen zu verstärken und den Effekt zu intensivieren, eine weiche Matte unter den Beckenbereich legen. Man kann sich aber auch, vor allen Dingen die Einsteigerinnen, flach auf den Boden legen. In der Grundposition spanne ich sämtliche Muskeln, die zur Decke zeigen, an und fange dann an, den Bioswing parallel zum Boden frontal zu schwingen. Die nächste Übung findet in der gleichen Position statt, aber das Schöne am Bioswing ist, ich kann ihn in unterschiedlichen Positionen anwenden und damit dann auch die Intensität für die Muskulatur verändern. Jetzt nehme ich den Bioswing auf meinen Rücken, gehe in die maximale Anspannung, achte darauf, dass mein Kopf nicht im Nacken endet, sondern in der Verlängerung der Brustwirbelsäule und bewege den Bioswing wieder parallel zum Boden, verstärke aber jetzt mit dieser Übung die Schulter, Training und das Training natürlich der einzelnen Rückenmuskeln.